Mit Lone Survivor, Deepwater Horizon und Boston haben sie bereits dreimal als Regisseur und Hauptdarsteller zusammengearbeitet. Gemeint sind Peter Berg und Mark Wahlberg. Ab heute startet ihr neues Unterfangen, ein Action-Thriller in den deutschen Kinos, und der heißt Mile 22. Mile 22 geht 95 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab heute, dem 13. September 2018, in den deutschen Kinos mit Mark Wahlberg als Hauptdarsteller. Ein Action-Thriller, der wirklich bis unter die Dachkante vollgepackt ist mit Action, sodass man nach 95 Minuten rausgeht und bei all den Bildern, die man gesehen hat, kaum glaubt, dass der Film nur 95 Minuten geht. Eins vorneweg, bei all diesen Co-Produktionen oder Kooperationen von Peter Berg und Mark Wahlberg, die ich am Anfang dieser Review genannt habe, ist Mile 22 definitiv die schwächste, weil der Film ist unter anderem international ziemlich heftig geflattert worden. Das finde ich nicht, aber er hat definitiv streitbare Punkte, nämlich drei grobe, über die man reden muss. Das eine ist die Action, das zweite ist der Held, der mitten im Kern stehen sollte, oder die Frage, gibt es überhaupt einen richtigen? Und das dritte ist ein Finale, was relativ kompromisslos ist, was ich persönlich aber mochte. Aber definitiv drei Punkte, an denen viele sich stören und vor allem auch das US-amerikanische Publikum nicht immer zufrieden sein dürfte, wie sie unbedingt bei Mile 22 wegkommen. Aber da will ich einfach noch nicht spoilern an dieser Stelle. Das darf dann jeder im Kinosaal selber erleben, aber dazu dann beim Fazit oder im Verlauf der einzelnen Punkte mehr. Reden wir erst einmal über den Cast. Mark Wahlberg als Hauptdarsteller James Silver. Ich sehe ihn ehrlich gesagt immer wieder recht gerne auf der großen Kinoleinwand, und gerade in den anderen Produktionen mit Peter Berg hat er immer interessante Figuren verkörpert, die alle schon ein gewisses Heldentum auch inne hatten. Also die Hauptfiguren, die wir uns ranheften, und so tun wir das bei Mile 22 auch. Er ist ein harter, kompromissloser Mann, wenn es darum geht, seine Mission durchzuziehen. Er ist hier also der absolute Action- Typ, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man seine Figur überladen hat, weil er auch noch Autismus an eine gewisse Genialität zugeschrieben bekommt, ständig mit einem Gummiband an seinem Arm schnippt, um sich zu beruhigen und damit in seinen Gesprächen ein Tempo vorgibt und gleichzeitig eine Aggression, die dem einen oder anderen zu anstrengend sein könnte. Und zugleich kommen wir damit auch zu dem großen Thema bei Mile 22, Helden, weil grundsätzlich gibt es diese Figur und wir versuchen mit ihr zu fühlen, mit ihr zu leben, aber eigentlich, was sie tut, und das macht der Film schon relativ früh klar, hat man hier eigentlich nur die Wahl zwischen verschiedensten Figuren, die mehr oder weniger Arschlöcher sind. Keiner Figur ist hier wirklich ein absolut positiv beladen, wo wir sagen, okay, die Figur finden wir toll aus diesen oder jenen Gründen. Und das ist ein bisschen ungewohnt für Publikum, einfach viele der Figuren zu sehen und zu sagen, okay, hier gibt es nur böse und ganz böse Figuren, aber keine, die so richtig heroisch daherkommt. Vielleicht mag man sagen, oh, das scheint ja vielleicht realistischer zu sein, aber nicht unbedingt das, wie wir es in einen Plot normalerweise in einen Film reingequetscht haben. Und das ist ein streitbarer Punkt. Ich persönlich fand das eine interessante Abwechslung. Nur die Figur selber von Mark Wahlberg etwas zu überladen, was die Charaktereigenschaften angeht, für meinen Geschmack. An seiner Seite als Lenore, der transportiert werden muss, Iku Uwai. Und jeder Action-Fan weiß, wenn er an The Raid 1 und 2 denkt, das sind einfach die Action- und Kampf-Choreo-Ikonen überhaupt in diesem Genre. Und wenn man Iku Uwai irgendwo liest in einem Cast, denkt man, okay, das wird richtig cool hier anzusehen. Und ja, er bekommt seine 1, 2, 3 wirklich heftigen Kämpfe und auch Sequenzen, wenn es darum geht zu töten, wo man fast im Kinositz zusammenzuckt und sagt, oh, habe ich Knochen knacken hören, habe ich hier Kehlen aufschlitzen sehen, ist das nicht zu krass? Und ja, die Kamera reizt das FSK 16 hier und da aus, und in ganz vielen anderen Sequenzen schneidet sie aber unglaublich schnell hin und her, aber dazu gleich ein paar Worte mehr. Soll bedeuten, Iku Uwai ist für viele immer so ein Action-Hoffnungspunkt, und ja, er lässt immer wieder aufblitzen, was er kann, besonders im körperlichen Nahkampf macht das schon Spaß, ihm zuzusehen, aber sein Potenzial wird, vor allem wenn man The Raid im Hinterkopf hat, nicht wirklich ausgeschöpft, nicht mal wirklich angekratzt. Da weiß man, da ist noch viel mehr drin an Möglichkeiten. Ich persönlich muss aber sagen, fand das okay, auch wenn das Thema Action wirklich eines der Kernpunkte in Mile 22 ist, die ihn mit zu einem schwächeren Vertreter seines Genres machen. Im Ensemble ringsherum haben wir sonst das Team von James, aufgefüllt durch weitere Typen, aber vor allem auch zwei Frauenfiguren, und da wird auch familiärer Hintergrund erzählt und was es bedeutet, in dieser Organisation zu arbeiten und was Selbstaufgabe bedeutet, und dann gibt es noch diejenigen, die Jagd machen, eben auf diesen 22 Meilen zu transportierenden Mann, die keine wirkliche Tiefe bekommen, was den Film weniger vierschichtig sein lässt, aber immer auf so einer politischen Ebene zwischen was ist moderner Krieg und wie weit darf man gehen schwingen lässt und dabei eigentlich ein sehr trübes Bild zeichnet in einer Welt, in der man kein Gewissen haben darf. Ich persönlich mochte diesen roughen und dreckigen Stil, der sich, und da kommen wir zum Technik, in der Kameraarbeit wiederfindet, die immer wirklich sehr brutal raufhält, wenn sie kann. Und ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn ihr ins Kino geht, euch Mile 22 anschauen wollt, sitzt nicht zu nah an der Leinwand, weil, und das ist ein großes Problem, der Film ist sehr, sehr schnell erzählt. Wir haben zwar so am Anfang, nach einer Anfangssequenz, die in 5 Minuten ordentlich viel Action abliefert, 20 ruhigere Minuten, aber dann rennt sich der Film in eine Action-Manie hinein, wo immer wieder Nebensequenzen, wo die Kamera eben ganze Kampfchoreografien schön einfängt, manchmal so schnell hin und her schneidet, zwischen
zwischen Zwischenschlägen, zwischen Aktion und der sofortigen Reaktion, dass man sich quasi über den Kreativ-Action-Part-Moment, der wirklich rausgekitzelt werden könnte, immer mit Schnitten hinweg rettet. Und bei der Masse aber an Action, die hier einem geboten wird, muss dabei die Kameraarbeit ganz schön viel opfern. Und das kann für den einen oder anderen Zuschauer einfach zu viel sein, hinterherzukommen, was hier gerade im Einzelnen passiert ist. Gepaart wird das immer wieder noch von einzelnen Interviewsituationen, wo die Kamera auch bei Porträtaufnahmen ein Ticken zu nah ranspringt, zu nah dran ist und generell sehr viel mit Handkameraarbeit, mit dem leicht wackeligen und hin und her geschnittenen arbeitet, sodass hier wirklich unglaublich viele Schnitte drin sind, müsste man mal zählen, aber in diesem Film sind locker, weiß nicht, 2000, 3000 Schnitte, würde ich vermuten, wenn ich jetzt einfach mal raten müsste an dieser Stelle. Auf jeden Fall ist die Kameraarbeit bisweilen etwas anstrengend und ich glaube, es war, heißt der Paul Greengrass, der auch bei dem letzten Bourne-Film eben genau so eine Action an den Tag gelegt hat. Das ist wirklich schwierig für das Genre insgesamt und wahrscheinlich einer der Kernpunkte, wo ich sage, ja, wir haben tolle Action-Parts in Mile 22, wir haben aber ebenso viele richtig schwierige, die eingefangen werden und die es manchmal etwas anstrengend machen, als Zuschauer bei der Stange zu bleiben. Das Szenenbild ist ansonsten angesiedelt hier die Geschichte in Südostasien und ein Action-Road-Movie bei diesem Transport. Grundsätzlich erinnert die Story ein bisschen an 16 Blocks, wenn einer eine andere Person transportieren muss, damals mit Bruce Willis, hier also jetzt mit Mark Wahlberg. Gedreht wurde der Film, obwohl er in Südostasien spielt, in Bogota in Kolumbien. Der Witz daran ist, dass wenn man normalerweise was in Kolumbien erzählen will, die Leute nach Mexiko ausweichen, weil Kolumbien wiederum zu gefährlich sei. So absurd kann es manchmal laufen. Die Musik ist ansonsten treibend, begleitend, passend bei Mile 22, bei diesem, der übrigens 35 Millionen Dollar als Budget verschlungen hat, einen Film und die Kostüm- und Make-up-Auswahl ist halt einfach sehr taktisch, sehr zweckmäßig, wird immer runtergekommen und irgendwann immer vollgebluteter und zerrissener und ein Film, der eben nicht ohne Opfer bleiben wird. Sind ansonsten noch die Effekte, über die wir reden müssen. Viele in bestimmten Situationen handgemacht, besonders eben die Kampfchoreos mit EcoY, die fallen da wirklich sehr positiv ins Auge. Bestimmte Brände und Explosionen wiederum, da spürt man den Computer im Hintergrund noch mitrechnen, aber es ist okay für seinen Stil und seinen Look. Peter Berg hat aber eben auch schon aus größeren Budgettopfen manchmal schöpfen können und da einfach besseren Look insgesamt kreieren können. Am Ende muss ich sagen, wenn man mich fragt, was finde ich gut an diesem Film? Ich finde, dass manche Actionsequenzen, besonders die mit EcoY, wirklich gelungen sind. Und die habe ich mir gerne angesehen, weil ich da fast zusammenzucke im Kinosaal und denke, okay, das ist brutal und das holt mich raus aus dem, selbst wenn ich hunderte Kinofilme im Jahr sehe, wo ich sage, okay, das bleibt mir irgendwie im Kopf. Ich finde, der Film legt ein krasses Tempo vor. Ich persönlich mag das zur Abwechslung. Und wenn man eben rausgeht, fragt man sich wirklich, wow, das waren nur 95 Minuten. Der Film nutzt die Möglichkeit der Brutalität wirklich in vielen Mengen und schöpft das FSK 16 aus. Da weiß ich viele Filme, die da wirklich nicht bereit sind, so weit zu gehen. Ich feiere es ehrlich gesagt auch, dass keine der Figuren so grundpositiv ist, sondern alle irgendwie fies oder noch fieser, sodass man irgendwie rausgeht, so ging es mir zumindest und denke, okay, das ist echt eine harte Welt und irgendwie mochte ich gerne in diese abzutauchen, kann aber verstehen, wenn das nicht jedem gefällt. Und er hat ebenfalls auch eine klare Entscheidung, ein hammerhartes Finale über Gewinner und Verlierer dieser Geschichte zu erzählen. Und eventuell gibt es eben auch eine Fortsetzung zu Mile 22. Im Vorfeld wurde das ja schon gegreenlightet. Mal gucken eben nach Einspielergebnissen, die durchaus ein bisschen kritisch anzugucken sind, ob es wirklich dazu kommt. Aber ich mochte eben auch dieses Finale, mit dem ich auch ebenfalls mir vorstellen kann, dass das nicht jeder mag. Deswegen eben zu diesen drei Kernpunkten kommen, die zu diskutieren sind. Action, ich glaube, da kann man wenig drum herum diskutieren, dass hier wirklich handwerklich viele Probleme dabei auftauchen, aber eben auch die Heldenfiguren und das Finale sind Punkte, wo ich echt gespannt bin, was besonders Leute sagen, die den Film geschaut haben, wie sie dazu stehen. Wovor will ich warnen oder muss ich auch ganz klar sagen, finde ich schwierig. Eben die Action teilweise viel zu zerschnitten, um handwerklich zu überspielen oder über Schnitt zu überspielen, dass man eben nicht bereit ist, den letzten Meter oder die letzte Meile zu gehen, was wirklich gute Kampfchoreografien angeht, weil man da eben auch krasse Leute braucht, die das Ganze koordinieren. Dieses Heldentum, das mag eben nicht jeder. Amis werden nicht unbedingt zufrieden sein, wie sie bei diesem Film wegkommen. Und es gibt zwischendurch eine große 10-minütige Hausnummer, die wird sogar mit 10 Minuten benannt im Film, die hat keine wirkliche Bedeutung, die ist ein unnötiger Abstecher und die dreht sich dann auch so ein bisschen im Kreis und sorgt auch dafür, dass dieser Film sich länger als 95 Minuten anfühlt und ich habe ihn zweimal gesehen, auf Englisch und auf Deutsch, um das für mich auch nochmal gegen zu kontrollieren und da ist einfach teilweise zu viel drin in Mile 22. Am Ende sage ich, wer Action-Thriller mag und einfach nicht erwartet, nur weil er EcoY liest, dass das jetzt The Raid sein muss, sondern die Erwartungen senkt, der kann sich diesen Film im Kino anschauen. Ich finde ihn nämlich okay, von mir bekommt er 6 von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller und 5,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Aber besonders eben auch im Kontrast zu den anderen Zusammenarbeiten von Regisseur und Hauptdarsteller fand ich ein Deepwater Horizon, ein Lone Survivor und vor allem zuletzt ein Boston, der Patriots, der im Original hieß, erheblich besser. Ich hoffe, dass wenn die weiter zusammenarbeiten, das dann wieder einen Schwung nach oben bekommt. Aber ich persönlich muss sagen, Mile 22 hat definitiv auch Momente gehabt, die bleiben mir im Kopf. Und das schafft ebenfalls eben nicht jeder Film. Wie gesagt, ab heute, dem 13. September, startet er in deutschen Kinos. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.